Guten Abend. Friedrich Nietzsche schrieb, dass 100 tiefe Einsamkeiten die Stadt Venedig bilden. Er verstand, dass diese tiefen Einsamkeiten, also dass jedes Gebäude sein eigen ist, als den Zauber der Stadt. Er fügte hinzu, ein Bild für den Menschen der Zukunft. In einem etwas später verfassten Aphorismus schrieb Nietzsche: Das Monumentale sieht von den Ursachen ab. Effekt an sich, das, was zu allen Zeiten Effekt macht oder das zu allen Zeiten entstehen kann, zu dem die Ursachen immer da sind. Zuerst will ich mich nun aber bei Ihnen, das heißt bei den Architekturstudenten und Studentinnen, dann bei Professor Daniel Walser sowie bei der Fachhochschule Graubünden für die Einladung bedanken. Ich glaube, es sind rund 7 Jahre her, seit ich an der TU Karlsruhe letztmals einen Vortrag in deutscher Sprache gehalten habe. Ich hoffe, es wird nicht zu holprig. Dann nehme ich gleich noch eine andere angelsächsische Gepflogenheit mit. Wenn ich in diesem Vortrag zum Beispiel von Architekturstudenten oder von Architekten spreche, dann sind natürlich immer alle mit einbezogen, also auch die Studentinnen und die Architektinnen. Vielen Dank also für die Einladung. Es ist schön, diese Stunde mit Ihnen zu verbringen. Als Daniel Walser mich angefragt hat, ob ich für die Studenten einen Vortrag machen könnte, habe ich zugesagt, und zwar unter der Bedingung, dass ich keine Synopsis des Buches Nicht referenzielle Architektur machen will. Valerio Algetti und ich haben das Buch so konzipiert, dass ein Architekt das Buch ohne große Eile in einem oder vielleicht 2 Abenden lesen kann. Ihnen jetzt noch eine einstündige Zusammenfassung des bereits kurzen Buches zu Gemüte zu führen, finde ich wenig interessant. Interessanter scheint mir, den Studenten vielleicht helfen zu können, den sogenannten Vorhang hinter eines der Kapitel des Buches zu öffnen. Das Buch hat ja bekannterweise keine Zitate oder Anführungen und, noch schlimmer für Architekten, mit einer Ausnahme keine Bilder oder Zeichnungen. Heute liegt der Fokus auf dem Prinzip Ganzheit. Das hat pragmatische Gründe. Ich wurde gegen Ende 2020 vom italienischen Architekturjournal Domus, welches dieses Jahr unter der Ägide von Tadao Ando publiziert wird, gefragt, ob ich etwas zur Aufgabe eines Bauwerkes in der Stadt schreiben könnte. Und in einigen Tagen habe ich einen Abgabetermin für einen Aufsatz mit dem Arbeitstitel Architecture Beyond Geometry für eine australische Architekturzeitschrift. Der heutige Vortrag ist nun zufälligerweise zwischen diese beiden Aufsätze gefallen. Als die Anfrage von Domus kam, legte Tadao Ando einen Text vor, der die Agenda vorgab. Dabei interessierte mich Andos Kritik eines anpässlerischen Kontextualismus als Basis für Bauwerke. Die Kernaussage von Ando ist, dass das Wesentliche
für Bauwerke in einer Stadt darin besteht, als, Zitat, als Emissionäre eines kompromisslosen Geistes zu agieren. Ende Zitat. Tadaoando fügte an, und auch das ist ein Zitat, je radikaler diese Architektur ist, desto mehr wird sie die Ordnung der Gesellschaft herausfordern. Ende Zitat. Dies wirft die Frage auf, was ist eine radikale Architektur? Die Folgefrage lautet, warum fordert radikale Architektur die Gesellschaft stärker heraus? Da das Prinzip Ganzheit bei der Beantwortung dieser Fragen im Mittelpunkt steht, versuche ich Ihnen einige ideelle Anknüpfungspunkte zum Prinzip Ganzheit vorzustellen. Die Verbindung zwischen einer sogenannten radikalen Architektur und der gewünschten Herausforderung der Gesellschaft, die Tadaoando herstellt, ist keine politische. Auch Ando hat sich von den Credos des architektonischen Modernismus und Postmodernismus emanzipiert, welche aus Überzeugung ihre Ziele großmehrheitlich in der Form von revolutionär-politischen Parolen propagiert. Allerdings dienen auch heute noch politische, ökonomische und ökologische Erklärungsversuche für die Rechtfertigung von Bauwerken. Soweit muss die Frage gestellt werden, wie würde eigentlich eine politisch definierte radikale Architektur aussehen? Zum Beispiel hat keine einzige dieser hier aufgelisteten Themen eine formgenerative Qualität, die dem entwerfenden Architekten dienlich ist, ein Bauwerk zu konzipieren. Natürlich wissen wir, dass eine radikale Architektur im politischen Sinne nicht wirklich existiert, da schlussendlich ein Bauwerk nur aus sich selbst wirken und Sinn stiften kann. Alles andere sind mehr oder weniger zufällige, herbeigezerrte Analogien, nichts weiter als hilflose, intellektualisierte Verzerrungen und Instrumentalisierungen von Zwecken, die gemeinhin wenig mit dem Bauen und seinen unmittelbaren und kontrollierbaren Aufgaben zu tun haben. Das Inhaltsverzeichnis hier ist dann auch selbstredend für ein Buch mit dem Titel Architects After Architecture. Wenn wir das Wort radikal für die Beschreibung eines Bauwerkes verwenden wollen, wie Tadaoando das macht, wird radikal vielmehr in seinem formalen Sinne verwendet. Radikal, abgeleitet vom lateinischen radix, steht in Bezug auf die fundamentale Natur von etwas. Man könnte sagen, der Ursprung von etwas. Darum sagt Tadaoando auch richtigerweise, dass radikale Bauwerke einen kompromisslosen Geist haben müssen. Die interessante Frage ist hier also, was ist eine radikale Architektur im formalen Sinne? Mein Mitautor Valerio Algiati hat Andos Architektur mit dem folgenden kurzen Satz beschrieben. Tadaoando verwendet keine zwei Wörter, um etwas zu erklären. Er verwendet eines. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer grundlegenden Natur eines Gebäudes, einer Ganzheit. Ganzheit ist das Markenzeichen aller radikalen Gebäude. Vorläufig können wir sagen, dass
Gebäude radikal sind, weil sie Formulierungen elementarer Absichten sind, die einem Gebäude seine Ganzheit verleihen. Valerio Olgiati ist in der Lage, einen derart profunden Einblick in die grundsätzliche Natur von Andos Gebäuden zu gewinnen, weil das Gleiche über seine eigenen Gebäude gesagt werden kann. Kurz gesagt, Olgiatis Gebäude sind das, was sie sind. Eines der besten Dinge an Olgiatis Gebäuden ist, dass sie keine Erzählungen bieten, um sich selbst zu erklären oder durch Narrationen andere zu Analogien einladen. Wenn man sich in einem Gebäude von Olgiati befindet, schaut man, erlebt und versteht. Olgiatis Gebäude binden die Besucher und Bewohner vor jedem Versuch einer intellektuellen Erklärung ein. Seine Gebäude existieren ganz im Bereich der Architektur und nicht in irgendwelchen erzählenden Analogien von irgendwelchen außerarchitektonischen Thematiken. Sie sind rein architektonisch, also radikal, und drücken die fundamentale Natur ihrer selbst aus. Das Baloise Versicherungsgebäude in Basel ist ein solches Gebäude, in dem Sinne, dass es sinnstiftend aus sich selbst ist. Damit steht es im Gegensatz zu Bauten, deren Inhalt von Architekturkritikern, Historikern oder oft von den Architekten selbst von außen hin auf das Gebäude appliziert wird. Das heißt, wenn einem Gebäude überhaupt eine sinnstiftende Fähigkeit zugetraut wird. Tatsächlich ist das, was jetzt hier gesagt wird, eine Maßgabe für alle Bauwerke und nicht nur für jene von Olgiati. Für Besucher und Bewohner von Gebäuden ist es am vorteilhaftesten, wenn sie auf den Versuch verzichten können, diese Gebäude zu deuten und zu schildern. Ähnlich wie auf die vergeblichen Bemühungen, ein Gemälde von Jackson Pollock zu deuten oder ein gut gekochtes Essen zu schildern. Hat jemand jemals eine Erklärung eines Jackson Pollock Gemäldes gehört, abgesehen von einer Beschreibung, wie er das Gebäude gemacht hat, die etwas Wesentliches hinzufügte? Nein, natürlich nicht. Gleiches gilt für ein radikales Gebäude. Je mehr ein Gebäude eine Ganzheit ist, desto weniger gibt es darüber zu rezitieren und desto mehr strahlt es aus sich selbst aus. Ganzheit erfordert die Deklaration des Gebäudes als System. Ein solches System unterliegt einer Idee für dieses eine Gebäude. Ein Gebäude muss seine Form unter dieser einen Idee entfalten. So kann ein Gebäude für sich selbst existieren. Kurz gesagt, je mehr ein Gebäude eine Ganzheit ist, desto mehr bildet eine Idee das gesamte Gebäude in all seinen Aspekten und Qualitäten, seinen Räumen, seiner Form, seiner Struktur, seinem Licht und so weiter.
einschließlich seiner sinnstiftenden Möglichkeiten für jede Person, die das Gebäude nutzt. Wenn all das der Fall ist, desto radikaler ist das Gebäude. In Gebäuden existiert das Radikale so im Formalen. Das bringt uns zur zweiten Frage. Warum fordert eine so definierte radikale Architektur die Gesellschaft mehr heraus als eine erzählende Architektur, in der ein Bauwerk zum Gefäß irgendeiner Narration gemacht wird? Zuerst kann gesagt werden, dass eine formale Architektur einer symbolisch-rhetorischen Architektur immer überlegen ist. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Das hat mit der Allgemeinheit einer Sache zu tun. Über kurz oder lang ist das Formale immer allgemeiner als das symbolisch-rhetorische, welches immer enger an einer Sache gebunden ist. Wobei es natürlich auch innerhalb des symbolisch-rhetorischen Unterschiede im Grade seiner Allgemeinheit gibt. Und warum ist es gut, allgemein zu sein? Das hat mit der Freiheit zu tun. Zuletzt kann der Mensch nur im Formalen frei denken und frei sein. Zweitens kann dann gesagt werden, dass man sich dem Formalen zuwendet, wenn das symbolisch-rhetorische für die Gesellschaft an Relevanz verliert. Während das erste Argument für das Formale zeitlos ist, steht diese zweite Begründung in der Zeit. Das symbolisch-rhetorische ist nur brauchbar und sinnvoll, solange es eine genügend große Übereinstimmung, also eine Konkordanz in der Gesellschaft gibt. Verringert sich eine solche Konkordanz und bricht sie in viele kleine Gruppen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen und Zielen, macht es kaum Sinn, symbolisch, rhetorisch, historisch zu kommunizieren. Das ist, was Nietzsche bereits einige Jahre bevor er den Tod Gottes vermerkte, schon lange bewusst war, wenn er schrieb, 100 tiefe Einsamkeiten machen die Stadt aus. Hier kommen Gedankengebäude und Baugedanken auf brillante Art und Weise zusammen. Nietzsche verstand die tiefen Einsamkeiten, also die Feststellung, dass jedes Gebäude und jeder seiner Bewohner für sich existiert, als die befreiende Magie einer Stadt und der ganzen Welt, natürlich inklusive ihrer Menschen. Nietzsche fügte dann also hinzu ein Bild für die Menschheit der Zukunft. Diese Zukunft ist jetzt. In der heutigen polyvalenten, facettenreichen und atomistischen Welt des 21. Jahrhunderts gibt es keine andere Möglichkeit, als dass ein Gebäude für sich selbst existiert. Sowohl räumlich als auch ideell haben Gebäude heute keine andere Wahl, als Ganzheiten gedacht zu werden, welche alles enthalten, aber gleichzeitig auch unbegrenzte Möglichkeiten bieten. So können Gebäude heute von kulturellem Wert sein. Ihre Ganzheit ist gleichzeitig absolut und Möglichkeiten eröffnend. Dieses Bild, dieses Lichtbild verweist auf wichtige Denker und ihre Schriften, welche unsere Welt, wie sie heute ist, beschrieben haben. Ich habe in einem anderen Vortrag auf diese Schriften eingegangen. Hier müssen wir uns
auf einen Verweis auf sie begnügen. Gegen diese Art, Menschen kreativ zu machen und damit ihre eigenen Möglichkeiten zu erweitern, gibt es auch heute alternative architektonische Ansätze, wie Gebäude für Menschen heute sinnstiftend sein sollen. Diese alternativen Ansätze sind jedoch kurz gedacht. Sie führen entweder zu einem abstumpfenden, historisierenden Antiquarium, also einem Aufbewahrungsort der Vergangenheit, oder ebenso anachronistisch unter der Schirmherrschaft von Idealisten und selbsternannten Wohltätern zu faschistischen Utopien. Damit Gebäude jedoch mit der unbegrenzten mentalen Beweglichkeit von Menschen, die in unserer heutigen Welt leben, einhergehen können, kann ein Gebäude keine historische oder symbolische, kontextbezogene Darstellung von etwas über sich selbst hinaus sein, da es keinen Konsens darüber gibt, was dieses darüber hinaus in der heutigen Welt möglicherweise wäre. Dies ist ein Grund, warum reglose, kontextbezogene Gebäude, wie sie auch Tadaoando ein Dorn im Auge zu sein scheinen, für die Zukunft der Menschheit von geringem kulturellen Wert sind. Es sind formal radikale Gebäude, welche der Gesellschaft etwas geben. Radikale Gebäude, die tiefen Einsamkeiten befreien sich so sehr, dass sie eine sinnstiftende Fähigkeit haben. Eine Art Wahrheitsargument. Hier kann Nietzsche nochmals helfen. Wie wir bereits hörten, schlägt er vor, dass Gebäude von höchstem Wert keiner Ursache unterliegen. Vielmehr erklärt er Effekt an sich. Das, was zu allen Zeiten Effekt macht. Oder das zu allen Zeiten entstehen kann, zu dem die Ursachen immer da sind. Das heißt, ein Bauwerk hängt nicht von Parametern ab, beziehungsweise ein Bauwerk soll nur auf Parametern bezogen werden, die immer da sind. Zum Beispiel zuallererst die Schwerkraft, dann noch das Sonnenlicht und der Erdboden. Aus allen anderen Ursachen lassen sich keine architektonischen Wahrheiten, nichts Absolutes bauen. Für Architekten bedeutet dies, dass es ein Fehler ist, Gebäude aus Ursachen zu konzipieren, die für die Architektur nicht allgemeingültig sind. Ja, es muss erwartet werden, dass Menschen immer unterschiedliche Überzeugungen haben, die von Zeit, Ort und Geschichte abhängen. Gebäude können jedoch nicht primär auf solchen flüchtigen Fundamenten abhängen. Es ist aus diesem Grunde, warum sich Valerio Olgiati weigert, und das ist ein Zitat, etwas zu bauen, das die Welt beurteilt. Ende Zitat. Und weil er sagt, nochmal sein Zitat, er möchte etwas Absolutes bauen. Ende Zitat. Das mag sich in den Ohren vieler als überheblich und arrogant anhören, ist aber nur die folgerichtige Konsequenz von jemandem, der versucht, die Beschaffenheit der heutigen Gesellschaft mit all ihren Facetten zu anerkennen. Für die Besucher und Bewohner solcher kompromisslosen, radikalen, absoluten Bauwerke
bedeutet dies, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Hintergrund in solchen Bauten kreativ werden kann und so seine eigenen Möglichkeiten erweitert. Der Mensch kann sich verwirklichen. Diese Möglichkeit der Sinnstiftung ist befreiend und somit der höchste soziale Wert für den einzelnen Menschen und die Menschheit als Ganzes. Daher ist ein Gebäude, das radikal ist, ein Gebäude, das absolut ist, ein Gebäude, das eine Ganzheit ist, ein Gebäude, das für sich selbst existiert, ein Gebäude, das unabhängig ist, ein Gebäude, das nicht erklärt werden muss und auch nichts erklären will, das umfassendste und das befreiteste. Und deshalb dasjenige, das die Ordnung der Gesellschaft am besten herausfordern kann. Im zweiten Teil des Vortrages geht es nun darum, dieses Prinzip der Ganzheit zu beleuchten. Man kann vorwegnehmen, beim Prinzip Ganzheit handelt es sich um eine Raumtheorie oder zumindest um eine Anwendung einer Raumtheorie. Die Herausgeber dieses Buches hier zum Beispiel unterteilen Raumtheorie in folgende Teile. Erstens Physik und Metaphysik des Raumes. Zweitens Phänomenologie der Räumlichkeit. Drittens körperliche, technische und mediale Räume. Viertens soziale Räume. Fünftens politisch-geografische Räume. Und sechstens ästhetische Räume. Nur ganz wenige der in dieser Textsammlung zusammengeführten Schriften beziehen sich direkt auf die Architektur. Eigentlich ist es nur einer, August Schmarsows Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Trotzdem wird bald jedem Leser klar, dass ein Bauwerk wohl immer in mehreren Arten und Weisen in Raumtheorien eingebunden ist. Es ist allerdings bemerkenswert, dass nur äußerst wenige Architekten sich direkt oder indirekt zu Raumtheorien äußern. Man erhält den Eindruck, dass es nur eine einzige Vorstellung von Raum in der Architektur gäbe und dass dieses Problem daher nicht angegangen werden muss. Auf jeden Fall, Ganzheit hat Auswirkungen auf die räumliche Konzeption in der Architektur. In der ersten Publikation, die ich mit Valerio Olgiati gemacht habe, ein kleines Büchlein übertitelt mit Valerio Olgiati Conversation with Students, sprach er davon, dass es eigentlich zwei Arten gibt, wie man Raum bilden kann. Möchte man also aufzeigen, dass ein Gebäude eine Ganzheit ist, so ist es dienlich, die Architektur in eben diese zwei Gruppen aufzuteilen. Die eine Raumkonzeption versteht den Raum als Ganzes und unterteilt diesen dann, bis er als Gebäude stimmig ist. Der andere Ansatz beginnt mit nichts und setzt das Gebäude aus diversen Teilen zusammen. Die erste Strategie repräsentiert eine Architektur der Teilung, letztere eine Architektur der Hinzufügung. Wir haben es hier mit zwei grundlegend unterschiedlichen Konzeptionen, Raum zu entwerfen, zu tun. Und selbstverständlich sind diese beiden Ansätze nicht von gleichem architektonischen Wert. Lediglich die erste Art und Weise ermöglicht Ganzheit. Wie wir bereits
im ersten Teil des Vortrages festgestellt haben, gibt es einen guten Grund, warum wir diese Frage gerade in unserer Zeit wieder aufs Tapet bringen. Solange die Gesellschaft eine relativ gefestigte Weltsicht hatte, man könnte auch sagen, solange wir davon ausgingen, dass unsere Welt einer Art Zentrum entsprungen ist, war es überhaupt kein Thema, dass Gebäude als Ganzheit entworfen werden müssen. Ganzheit, was nicht zwangsläufig Einheitlichkeit entspricht, wurde erst erforderlich, als die Überreste der gemeinsamen gesellschaftlichen Werte in die polyvalente, atomistische, um nicht zu sagen nicht referenzielle Welt übergingen. Während Gebäude, die als Ganzheit gedacht waren, schon immer formal jenen additiv kompositorisch konzipierten überlegen waren, war es dennoch möglich, Bauten aus additiven Teilen zu entwerfen. Die Gebäude mussten keine Ganzheit sein, da der gesellschaftliche Rahmen, innerhalb der diese Gebäude existierten, genügend konsolidiert war, um als Halt zu dienen. Die Existenz eines Gebäudes ließ sich rein über seine Zugehörigkeit zur einen oder anderen Ideologie legitimieren. Gebäude hatten einen gesicherten Platz in der Welt, weil sie mehr oder weniger ein referenzieller Ausdruck der gemeinsamen Weltvorstellungen jener Gesellschaft waren, die in ihnen lebte. Heute aber ist das nicht mehr so. Heute steht jedes Gebäude für sich selbst. Räumlich und ideell hat man heute keine andere Wahl, denn Gebäude als Entitäten zu entwerfen, die eben gleichzeitig alles umfassen und unendliche Möglichkeiten eröffnen, als Ganzheit. Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, dass ein Gebäude eine Ganzheit sein muss, die alles enthält und unendliche Möglichkeiten bietet? Wenn wir von einem Gebäude sprechen, das alles enthält, so referenzieren wir damit auf ein Gebäude, das formal ein vollständiges, organisches Ganzes ist, in dem jedes Element einer übergeordneten Gebäudeidee untersteht. Es ist das, was wir mit unseren Sinnen außerhalb und innerhalb des Gebäudes physisch erfahren. Die Wände, Böden, Decken, Öffnungen, Materialien, Konstruktion. Ein Gebäude muss seine Form dieser einen Idee unterstellen. Das ist ein Aspekt, der ein Gebäude zu einer Ganzheit macht. Zum anderen wird ein Gebäude zu einer Ganzheit durch seine Möglichkeiten, Sinn zu stiften. Diese beiden Aspekte hängen insofern zusammen, als die jeweilige Raumerfahrung die betroffene Person auch über diese Möglichkeiten zu Kreativität anregt. Derartige Möglichkeiten implizieren Raum. Ein Gebäude ist eine Ganzheit, wenn eine Beziehung besteht zwischen den physisch vorhandenen Räumen und den Möglichkeiten, sich selbst in der Sphäre des Metaphysischen zu entfalten. Es gibt verschiedene Arten, Raum zu entwerfen. Tatsächlich stellt das Streben nach Ganzheit die vorherrschende Entwurfsmethode, die Raum als additive Zusammenfügung von Teilen versteht,
in Frage. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Architektur der Hinzufügung eine kompositorische Entwurfsmethode ist. Darüber hinaus ist eine solche additiv-kompositorische Entwurfsmethode auf eine grundlegende Art und Weise höchst geometrisch. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass sie in der Architektur geometrische Formen komponiert, sondern auch im Hinblick darauf, dass sie auf eine Entweder-oder-Logik von Denken und Vorstellen hinausläuft. Im Bereich der Philosophie gibt es wie bei unserem generellen Verständnis der Dinge die Tradition, ein Konzept als eine Art Klassifizierung zu denken, wenn es darum geht, einen Begriff zuzuordnen. So wird weiß etwa allen Dingen, allen möglichen weißen Dingen zugeordnet. Und der Begriff Tisch verweist auf alle möglichen Tische. Damit wird jedoch alles auf Abgrenzung reduziert. Man bewegt sich entweder innerhalb oder außerhalb des Begriffsbereichs. Diese Vorgehensweise ist auf grundlegende Weise geometrisch. Sie vermittelt nicht nur dem Metaphysiker, sondern allen Menschen, dass Außen und Innen von Natur aus existieren, obwohl das nicht der Fall ist. Diese Vorgehensweise operiert zudem mit Teilen, obwohl nur eine Ganzheit vorhanden ist. Wir schließen daraus, dass eine solche geometriebasierte Logik einen Raumentwurf, der auf Ganzheit abzielt, keineswegs dienlich ist. Es muss hier eingeworfen werden, dass diese geometrisierende Vorgehensweise eine spezifische und nicht selbstverständliche Form der Raumkonzeption ist, auch wenn sie in der Moderne eine überwältigende Präsenz entwickelte und sich die meisten Menschen und vielleicht auch Architekten nicht vorstellen können, Raum anders zu entwerfen. Diese Art der Konzeption des architektonischen Raumes durch geometrische Erweiterungen ist weitgehend synonym mit dem Cartesianismus. Wenn wir die dominierende Stellung des kartesischen Modus in der westlichen Architektur in der vergangenen Jahrhunderten erkennen, ist es bemerkenswert, dass dieses Modell, als es konzipiert wurde, sehr schnell von der leibnizischen Metaphysik herausgefordert wurde, die den Raum monadisch vorstellt. Monaden sind totale und unteilbare Entitäten, die alles enthalten, aber auch unendliche Möglichkeiten haben. Das Lichtbild, das Sie hier sehen, habe ich von einer meiner alten Architekturgeschichtsvorlesungen genommen. Ich lasse Sie dieses Lichtbild kurz durchschauen. Es ist auch interessant zu wissen, dass sehr viele der heute führenden Astrophysiker Leibnizes Raumtheorie studieren. Zurück zur Architektur. Dass es zu jeder Zeit alternative Wege gab, Raum zu entwerfen, auch wenn kein anderer Modus gangbar schien, zeigen einige der größten Meisterwerke der Architektur,
die sich nicht auf eine geometrisierende Logik zurückführen lassen. Es kommen einem etwa Francesco Borrominis Gebäude in den Sinn oder aber das Gesamtwerk von Ludwig Mies van der Rohe. Die Architektur dieser beiden Architekten hat wenig mit Geometrie zu tun. So lässt sich beispielsweise keine grundlegende Lehre aus der Analyse von Mises Barcelona Pavilion ziehen, wenn man sich ihm auf der Suche nach kompositorischen Prinzipien mit einer geometrisierenden Denkweise annähert. Denn das Gebäude ist geprägt von Widersprüchen, die dieser Logik und der damit verbundenen Art, Raum zu entwerfen, zuwiderlaufen. Dass die atomistisch und nicht referenzielle Welt eine neue Herangehensweise an das Konzipieren von Raum erfordert, ist nicht aus der Luft gegriffen. Es geht also beim Prinzip Ganzheit auch darum, Raumtheorien zu emanzipieren, welche architektonischen Raum nicht nur durch geometrisierende Zentren konzipieren und den architektonischen Raum nicht nur als Funktion der Geometrie begreifen, wie wir dies großmehrheitlich seit der Renaissance bei uns kennen. Eine der ersten Herausforderungen war, mit dem philosophischen Ansatz der Phänomenologie verbunden. Der phänomenologische Diskurs in der Architektur machte den orthodoxen Modernismus verantwortlich für eine Art der Organisation architektonischen Raums, die zu einem Seinsverlust geführt habe, und begegnet dem mit einer bewohnbaren Geometrie. Diese Herausforderung der Orthodoxie verlangte nach Räumen, die eher auf Erfahrungen beruhen, die direkt stimulieren, statt sich auf abstrakte Begründungen wie geometrische Regeln zu stützen, welche von ihren Bewohnern tendenziell als zu fremd wahrgenommen werden. Da sich aus einer solchen Kritik nur schwer Vorgaben für die Praxis ableiten ließen, wurde die architektonische Phänomenologie seitens der Architekten einfach als Allheilmittel gegen die vermeintliche Kälte funktionalistischer Architektur mit ihrer Tendenz zu Nutzen und Effizienz verstanden. In Reaktion darauf schlugen die Architekten einen vermeintlich phänomenologischen Ansatz vor, der Taktilität befördern sollte. Während dies eine Teilantwort auf die Tatsache war, dass die subjektive Reaktion auf die objektive Präsenz architektonischen Raums ein Grundgefühl ist, das vor jeglicher analytischen Kategorie existiert, wurden Gebäude zunehmend als Ansammlungen unterschiedlichster Materialien entworfen, als eine Art von dreidimensionaler Collage, bestehend aus vorübergehenden Narrationen, um die vermeintlich gleichförmige und exklusive moderne Architektur zu überwinden. Darin begründete die These, dass unsere gegenwärtige Welt einer Methode bedarf, in welcher widersprüchliche Bedeutungen nebeneinander bestehen können. Ein Denkmodell, das als Dekonstruktivismus Bekanntheit erlangte. Peter Eisenman eröffnete einen Diskurs darüber, was das für die Architektur bedeuten könnte. Er sprach sich für eine architektonische Form aus, die eine vollständige Ersetzung der
Semantik durch Syntax bedingt, was es uns erlauben würde, die Form einfach innerhalb einer Matrix von Differenzen wahrzunehmen. Es ist nun mehr als ein halbes Jahrhundert her, seit Jacques Derrida seine bahnbrechende Dissertation vorgelegt hat, in der er unter anderem das Konzept der Monade von Gottfried Leibniz und Martin Heideggers Konstellation Geviert erörtert und dass der Dekonstruktivismus in unserem Diskurs eingeflossen ist. Die Erkenntnisse des Dekonstruktivismus wurden von der Gesellschaft weitgehend absorbiert, ohne dass man sich dessen bewusst wäre. Der Einfluss des Dekonstruktivismus auf unsere heutige nicht-referenzielle oder atomistische Welt ist immens. Im Hinblick auf Raumvorstellungen in der Architektur war jedoch auch der Dekonstruktivismus wenig erfolgreich. Auch wenn die Erkenntnisse des Dekonstruktivismus aufgezeigt haben, dass unsere Art, Raum zu entwerfen, zu sehr auf unangemessene Reduzierungen beruht, streben seine architektonischen Bauteile letztlich nicht nach einer Ganzheit, welche die ihm zugrunde liegende Theorie nahelegte. Tatsächlich blieb der Dekonstruktivismus in Bezug auf räumliche Konzeptionen geometrisierenden Mustern absolut treu, ungeachtet der Tatsache, dass er große Anstrengungen unternahm, Räume mittels deformierender Maßnahmen zu verschieben und zu überlagern. Während die Befürworter zu der Aussage neigten, die Dekonstruktion habe anders mit Raum umzugehen, betonten im Endeffekt ihre didaktischen Experimente den Bruch der Ganzheit in der Architektur und nicht die Ganzheit an sich. Es zeugt jedoch von der übergreifenden Strömung der polyvalenten, nicht referenziellen Welt, dass die architektonischen Theorien, selbst wenn sie aus gegensätzlichen Richtungen wie Phänomenologie und Dekonstruktion stammen, letztlich alle auf dasselbe abzielen. Die Aufhebung der Reduktion von Raumerfahrung, wie sie einem geometrisierenden System innewohnt und durch Klassifikation nach Art eines entweder so oder so Gestalt erlangt. Das Aufkommen der vollkommenen polyvalenten und nicht referenziellen Welt hat alles grundlegend verändert. Die architektonische Phänomenologie und Dekonstruktion verschrieben sich der Bedeutung. Nicht referenzielle Architektur hat jedoch nicht mit Bedeutung zu tun, sondern vielmehr mit Möglichkeiten. Oben haben wir auf den Begriff Geviert zurückgegriffen. Für Heidegger bezeichnet Geviert eine Konstellation der Welt, aber der Begriff bezieht sich ursprünglich auf einen Platz und auf ein Viertel der Stadt im Sinne einer grundlegenden Markierung, die auf die Welt gesetzt ist und damit die Welt ordnet. Was in dieser Begrifflichkeit grundlegend ist, ist, dass die Totalität ein gegebenes Ganzes ist und jeder operative Tätigkeit vorausgeht, nämlich die Umrahmung durch Teilung. In solch einer Teilung gibt es keine Erweiterungen durch Hinzufügung. Das Geviert, wie der Begriff impliziert, teilt das Ganze durch Umrahmung in verschiedene Domänen. Für die Konzeption von Gebäuden
können wir sagen, die Umrahmung, also die Wände, die Böden, die Dächer, umrahmt Räume. Dass ein Gebäude räumlich als Ganzheit wahrgenommen wird, hat direkte Auswirkungen darauf, wie es in jeglicher Hinsicht existiert, einschließlich seiner Form, seiner Konstruktion und der Materialien, mit denen es erstellt wurde. In erster Linie existiert das Gebäude im Sinne einer Ganzheit, aber für sich. Und zwar insofern, als wir behaupten können, dass es in der Welt aufgeht. Gebäude veranschaulichen nicht länger Ideale. Im Gegenteil, die Räume eines Gebäudes konstruieren unser Leben und damit auf eine grundlegende Art und Weise unsere Welt. Infolgedessen avancieren die Gebäude der nicht-referenziellen Architektur, welche als Ganzheiten konzipiert sind, gerade weil sie sich nicht auf außerarchitektonische Bedeutungen berufen können, zu Absolutheiten. Das erklärt, warum am Anfang eines Gebäudes eine Idee stehen muss. Im Hinblick auf seine physikalische Präsenz macht die Idee das Gebäude zu einer Ganzheit. Alles am Gebäude ist dieser einen übergeordneten die Idee unterworfen. Einfach gesagt, ein Gebäude wird als Ding konstruiert und erscheint auch als solches. Idealerweise geschaffen ohne konstruktive Verbindungen, ohne Einzelteile und nur aus einem Material. Ein Gebäude als Ganzheit zu betrachten, befreit es formal, materiell und konstruktiv von jenen festgefahrenen semantischen Konnotationen, die wir Gebäuden und Räumen üblicherweise zuschreiben. Plötzlich werden Fragen, die nicht mehr rein funktionaler und konstruktiver Art sind, was ist innen, was ist außen, was ist oben, was ist unten, grundlegend für die Architekten. Ein wunderbares Beispiel für einen solchen scheinbaren Widerspruch ist das Vestibül der Bibliothek Laurenziana in Florenz von Michelangelo. Er baute einen Innenraum, der einem Außenraum gleicht. Diese Fragen zu Gebäuden und ihren Räumen, der Art und Weise, wie sie gebaut werden, bereiten am ehesten den Boden für etwas Neues, das frei ist von Referenzen, Bildern und Symbolen. Mit anderen Worten, nicht referenziell. Ob ein Gebäude eine Ganzheit ist, hängt vielmehr davon ab, wie die Wände, Böden und Decken gebaut werden. Ein Beispiel: Wenn alle Stockwerke dieselbe Höhe haben, wird das Gebäude als Ganzheit wahrgenommen und nicht als etwas, was sich aus einzelnen Stockwerken zusammensetzt. Unterscheiden sich die Raumhöhen von Erd- und Dachgeschoss von denen in den restlichen Stockwerken, so wirkt das Gebäude zusammengesetzt. Unterschiedliche Raumhöhen sind auch insofern nicht erstrebenswert, als sie zeigen, dass das Gebäude nach funktionalistischen Maßstäben erbaut wurde und nicht auf der Basis einer generellen Formidee. Lange währende Konstruktionsideale und Ornamenttheorien haben ausgedient. Die Art und Weise, wie Raum konstruiert ist, zielt nicht mehr auf irgendeine Formel der Architektursprache ab, auf die Referenzen, Bilder oder Symbolen beruht. In den Vordergrund gerückt ist vielmehr die Präsenz des Gebäudes unter rein physischen Gesichtspunkten. Was für die Befreiung von den feststehenden semantischen Konnotationen, etwa der sogenannten klassischen Ordnung gilt,
gilt auch für den Einsatz von Materialien beim Bau eines Gebäudes. Um ganzheitliche Gebäude zu erhalten, müssen auch die Materialien und Konstruktionstechniken von ihrem Ballast befreit werden, etwa von der Festlegung, welche Materialien im Innern und welche für das Äußere eines Gebäudes verwendet werden sollten. Natürlich gibt es sinnvolle praktische Erwägungen zum Einsatz der Materialien, die auf deren speziellen Eigenschaften basieren. Allerdings sind diese Bestimmungen nicht so fest, wie man annehmen könnte. Auch ist es nicht besonders vorteilhaft, sie in Bezug auf Gebäude, die bei den Bewohnern in unserer Welt einen Widerhall erzeugen sollten, als gesetzt anzusehen. Die meisten Materialien und Bauweisen sind wesentlich vielseitiger verwendbar, als es üblicherweise praktiziert wird. Die Art und Weise, wie wir Wände, Decken und Dächer konstruieren, ist mindestens genauso sehr auf semantische Traditionen zurückzuführen wie auf die Prinzipien der technischen Machbarkeit. Die Ersetzung der Semantik durch Syntaktik bietet den Menschen unserer nicht-referenziellen Welt die Möglichkeit, sich in diesen Gebäuden ihre eigenen Gedanken zu machen. Im Zentrum einer solchen Ganzheit steht nicht irgendeine geometrische und/oder eine symbolische Ordnung, sondern der seine Möglichkeiten suchende einzelne Mensch. So ist der Mensch befreit. Vielen Dank.